boah, mancher Fan, das ist wie wenn's fließt. Mancher Fan, das ist wie wenn's fließt, immer. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, wiederum bei einer Mantarestauration. Liebe Freunde, jetzt geht es an den Unterboden und da muss einmal die ganze Schicht ab, die drauf ist. Ich habe mal hier aufbereitet, was ich mal mindestens brauche. Dazu habe ich hier einen Leitluftföhn, einen Schaber, einen Winkelschleifer, dann habe ich hier einen Delta-Schleifer, eine Bohrmaschine, diverse Aufsätze für die Bohrmaschine, eine Spachtel, dann Schleifscheiben verschiedenster Art und eben eine Zupfscheibe bzw. eine Topfbürste. Das sind immer die Minimumsachen, die man braucht, um diesen Teilchen hier auf den Leib zu rücken. So, ich verrate euch schon mal meine Strategie, was ich jetzt genau vorhabe unten an der Unterseite meines Autos. Mein Manta soll für die nächsten Jahrzehnte konserviert werden. Sprich, ich mache hier ganz besondere Arbeit, denn ich habe mir lange Zeit jetzt angeschaut, wie man am besten etwas konserviert, und es schaut folgendermaßen aus: Das Auto wird komplett abgespachtelt, dann geschliffen, es werden die ganzen Löcher ausgeschweißt und versiegelt. Im Zuge dessen, dass ich das mache, ich kann ja nicht gleich alles auf einmal machen, würde es hinterher gleich wieder nachrosten, werde ich das Ganze gleich immer so Stück für Stück grundieren. Sprich, Grundierung schaut bei mir so aus: Zuerst wird diese Fläche mit einem Rostermantler bearbeitet, nachdem alle Rostflecken heraus sind und so gut als es geht. Es sind natürlich in den Poren immer wieder, da bleibt der Rost stehen, da kann man gar nichts machen. Aber die vorhandenen Rostnester, die noch da sind, werden dann mit einem Rostwandler eben versiegelt. Und dann kommt eine Epoxy-Grundierung drauf. Diese Epoxy-Grundierung will ich immer im kleinen Stück mit Pinsel pinseln und immer weiter am Auto arbeiten. Und dann zum Schluss, ganz zum Schluss, dann komplett zu grundieren mit Epoxy. Dazu ist es natürlich notwendig, dass ich einen super Untergrund habe, und das Beste wäre halt Sandstrahlen, aber das kostet dann auch einen Haufen Geld, und ich glaube auch kaum, dass jemand von euch eine eigene Sandstrahleinrichtung, also eine Kabine zur Verfügung haben wird, sondern immer nur die kleinen Geräte, und das ist einfach zu wenig. Ja, man kann eines natürlich versuchen, und zwar Sandstrahlen in dem Sinn, dass man immer kleine Flecken macht, aber das schaut natürlich auch aus dementsprechend. Ich werde versuchen, das Ganze mit Schleifpapier anzurauen und danach zu grundieren. Und ich werde gleich beginnen mit dem auf dem Leib rücken. Was auch ganz wichtig ist, ist ausreichend Licht. So, ich beginne also mal hier auf dieser Seite hier oben, mal demonstrativ. Da sind nicht einiges in Arbeit in Anspruch. Da werde ich mal am besten beginnen. Schauen wir mal, wie ist überhaupt ja, die hält natürlich. Das muss jetzt einmal davon befreit werden. Ja, dazu nehme ich mir meinen Heizungsböen. Auf los geht's los! Ich versuche hier die Schichten abzunehmen. Machen. Jetzt fängt das zu schmelzen an.
So, wenn in diesem Falle, dass man nicht mehr hin kann, gibt es mehrere Möglichkeiten, das trotzdem rauszubekommen. Ich mache es jetzt einmal mit der Bohrmaschine. Schutzbrille aufsetzen ist dabei, wenn man mit solchen Sachen arbeitet, Pflicht. Liebe Freunde, ihr wisst, ich bin kein Sicherheitsfanatiker, aber meine Augen sind mir das wert. Wie ihr jetzt sehen könnt, diese Dichtmasse, diese Karosserie-Dichtmasse, die ist von Haus aus drauf. Und nachdem es da jetzt hier unten nichts hat, wäre es ein Blödsinn, das komplett wegzuschleifen. Ich werde es so belassen. So, also der Übergang ist einmal hergestellt. Und jetzt schabe ich einmal die ganze Wanne ab und dann melde ich mich wieder. So, liebe Susi, jetzt habe ich einmal grob, wirklich grob, die Mulde abgeschabt. Das war jetzt eine Arbeit auf vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde maximal. Das geht so wunderbar. Jetzt ist einmal der erste Schritt einmal halbwegs erledigt. Jetzt geht es weiter. Und zwar bearbeite ich jetzt das Ganze mit einer Scheibe. So, liebe Freunde, warum mache ich das? Warum mache ich nicht gleich mit etwas anderem? Erstens einmal, um das beste Ergebnis zu erzielen, müsste die Sandstrahlen. Und ich kenne die wenigsten Menschen, die eine Sandstrahlanlage zu Hause haben, die ausreichend ist, das ordentlich zu bearbeiten. Die meisten werden das mit der Topfbürste machen und das ist zu wenig, liebe Freunde. Ich habe den Fehler beim Ponto damals gemacht und er ist mir wieder nachgerostet. Wenn man will, dass der Lack hält nachher, damit da unten nichts mehr weiter rostet, dann muss die Oberfläche aufgeraut werden. Und mit der Topfbürste wird er nur glatt poliert. Und dabei kommt dann der Rost, der drunter ist, frisst sich dann weiter. Deshalb bearbeite ich das vorher jetzt einmal mit der Topfbürste, denn danach sieht man nämlich genau, was mit dem Rost los ist. Mal schauen, ob man das ein bisschen sieht. Ja, man sieht es schön sogar. Wenn ihr jetzt seht, zum Beispiel hier in diesem Bereich ist das Metall nicht angegriffen. Da ist das schön glatt, das passt. Hier zum Beispiel ist eine Roststelle oder ist schon Lochfraß. Und hier diese kleinen Ader weg, das ist auch schon Rost. Und damit ich das so sehen kann, mache ich das vorher mit der Tupfbürste. Da haben wir das gleiche Problem. Da habe ich lauter solche Äste,
die weggehören. Diese werden jetzt nachbearbeitet. Und zwar muss ich gleich mit etwas schwererem Gerät dran, sprich mit Schleifpapier. Ich kenne aber die wenigsten, die mit Schleifpapier da stehen und machen. So, dann nehme ich mir meine Teller-Scheibe, einmal Schleifpapier drauf. Diese Art und Weise nehmen wir jetzt nämlich ganz schön Material ab. Und das ist hier notwendig, zumindest einmal an den Stellen, wo ich gut dazu komme. Hier oben den Bereich. Seht ihr, wie es stoppt? Das ist alles Rost, der da drunter liegt. So, naja, es ist schon schön silber. Als nächstes werde ich gleich einmal die vorhandenen Rostlöcher schließen. Und man muss natürlich auch schauen, dass man hier ja in die Kante kommt. Das sehe ich schon. Da habe ich etwas geschlampt. Muss ich nacharbeiten. Damit der Rostbürste alleine poliert man im Prinzip nur die oberste Schicht vom Rost. Und drunter bleibt der Rost drauf. Und deswegen muss man das unbedingt nachschleifen. Das ist zu wenig, wenn man es nur mit der Bürste macht. So, liebe Freunde, jetzt haben wir es einmal auf dieser Seite mal. Da haben wir mal was gemacht. Und natürlich muss ich gleich auf der anderen Seite auch schauen. Das ist doch ein Bereich, wo keine Dämmmatte drauf ist. Denn da muss ich auch schauen, wie der Rost ausschaut. Wenn ich hier reinschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel hier oben, da wurde was reingepfistert. Das ist schon mitgerostet wieder. Dann wurde auch hier schon geschweißt. Da haben wir Rost drauf. Dasselbe geht da hier unten weiter und das gehört genauso gleich mitgearbeitet, so wie auch der Außenteil. So, um nicht komplett blöd arbeiten zu müssen und dass ich euch auch noch was zeigen kann, habe ich das auch heute mal etwas abgelassen. Und man sieht es gleich, dass hier ein großes Stück vom Blechchen fehlt. Das ist hier innen abgerostet. Und dabei ist aber ein Apfelhaken drauf. Muss ich mir das Ganze mal betrachten. Aber jetzt schleife ich zuerst mal das Ganze ab. Man sieht ja gleich auf Anhieb, was da los ist. Da blättert der ganze Spaß wunderschön ab. So, meine lieben Zuseher, das war's mal für den nächsten Teil meiner Restauration. Beim nächsten Mal geht's weiter, dann beginnen wir schon das erste Mal zu schweißen. Und bis dahin bedanke ich mich recht herzlich und sage auf YouTube. Na Bernhard, was meinst du? Hat er die praktische bestanden oder nicht? Praktisch gut, aber theoretisch muss er noch.